Hallo, sag mal, Philo, Hi, du, sag mal, freust du dich auch so auf das Community Pen Paper, was demnächst, du gehst einfach, du, ne, du bist, er freut sich wahnsinnig. Also ich freue mich, in einer Woche ist es dann soweit und damit ihr einen ungefähren Eindruck habt, was da eigentlich dann soweit ist, zeige ich euch mal die Charaktere, die uns so begegnen. Da hätten wir zum Beispiel diesen Kollegen hier. Mason Snicket, ein Schauspieler, 25 Jahre alt, sieht ein bisschen aus wie dieser James Bond. Ja, durchschnittliche Werte hier. Oh, ich sehe, die Stabilitätspunkte sind noch nicht eingetragen. Das machen wir jetzt. Zack, 60 sind es. Das Glück ist wunderbar. Trefferpunkte, okay, 10. Und da haben wir ein paar Fertigkeiten, die ihm vielleicht weiterhelfen. Und das hier ist sehr interessant. Er ist nett, fröhlich, freundlich, doch wenn man ihn auf seine Misserfolge anspricht, schnell beleidigt. Ein Bäckerssohn, so, glaubt an einen vorbestimmten Pfad. Das ist schön. Obskure Bücher, das Gastronomikon. Eher weniger magisch, aber ganz sicher stehen ein paar obskure Namen darin. Bob zum Beispiel. Okay, bis auf das üblich bunte Theatervolk ist ihm noch nichts Merkwürdiges untergekommen. Das Theatervolk ist merkwürdig und fremdartig genug und führt zu Stabilitätsverlust. Ja, aha, Taschenuhr, Jutebeutel, ein falscher Bart und Perücke, sehr schön. Und ja, der Reichste ist er nicht. Das ist also Mr. Snicket. Ja, sehr schön. Wen haben wir noch im Angebot? Wir hätten da noch Mr. Jim Green im Angebot. Ich zeige euch mal kurz Jim Green. Das ist Jim Green. Der ist Autor von Groschenromanen. Ja, 30 Jahre alt, wohnt in Hell's Kitchen, Manhattan. Dem seine geistige Stabilität schon ein bisschen mitgenommen und ja, dafür neue interessante Fertigkeiten. Mal sehen, was wir über ihn erfahren. Grübelnd, verschlossen, aufmerksamer, guter Zuhörer, freundlich, aber nicht zuvorkommend. Ja, hat schon oder schon ein paar Verletzungen und Narben. Katholisch aufgewachsen, glaubt an Gott. Ein irischer Einwanderer, hat Angst vor Schusswaffen, vorm Alleinsein und er hasst Motten und Mücken. Die Hintertür für den Meister. Ratet mal, welche Insekten drin vorkommen werden. Als Kind glaubte er, ein Leprechaun lebt in seinem Schrank. Das sind Sachen, mit denen man vielleicht etwas anfangen kann. So, ein Tweedsacko und Karohemd, Korthose. Das hat er in eine Melone natürlich, einen Bowler hat er auch, sehr schön. Verschiedene Ausgaben der Manhattan Gesetz und ein Roman, Der Teufel von Hell's Kitchen. Wahrscheinlich hat er das selbst geschrieben. Genau. Und der letzte in unserer Dreierrunde ist der nicht weniger interessante Mr. Ich muss dieses freigeben, entschuldigt. Mr. Ethan Judge, ein Kopfjäger und Privatdetektiv, 34, ehemals aus Chicago, wohnt jetzt auch in London, hat noch ein bisschen weniger Stabilitätspunkte und die werden nicht weit kommen, Freunde. Da haben wir hier, okay, die. Jemand, der wenigstens mal mit Waffen umgehen kann. Das heißt, ich kann auch mal ein paar Feinde entgegenwerfen. Das ist schön. Misstrauisch und verschlossen, aber auch sarkastisch. Typische enttäuschte Christ, okay. Verheilte Narben überall. Hat verschiedene Personen. Dann die bedeutsamen Orte. Das Tal der Furcht, das Hauptquartier einer Sekte nahe Chicago. Oh, was ist denn da los? Das Bildnis seiner Geliebten in einer Taschenuhr. Wer hat das nicht? Er trägt einen Staubmantel, Scharfschützengewehr. Okay, das ist also unser Kämpfercharakter. Hat auch ein bisschen mehr Geld. Und ja, diese drei werden dann also in das Community-Abenteuer Cthulhu 1924 starten. Nächste Woche nehmen wir auf und danach werden Stück für Stück die Teile online gehen. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Wir sehen uns.